Vollsperrung des Tunnels an der Karl-Lehr-Straße. Am kommenden Montag jährt sich das Love Parade-Unglück zum 7. Mal. Anlässlich des Jahrestages veranstaltet der Verein Bürger für Bürger e.V. am Vorabend, den 23. Juli, die Nacht der 1000 Lichter. Am Montag, den 24. Juli, findet um 17 Uhr ein öffentliches Gedenken an der Gedenkstätte im Tunnel statt. Aus diesem Grund wird die Karl-Lehr-Straße im Bereich des Tunnels von Sonntag, den 23. Juli ab 18 Uhr bis zum Montag, den 24. Juli um 20 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsempfehlungen über die Düsseldorfer Straße und den Sternbuschweg werden ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren. Zahl der Kirchenaustritte sinkt. 534 Duisburger vollzogen im vergangenen Jahr ihren Austritt aus der katholischen Kirche. Das sind rund 100 weniger als noch ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg im Stadtgebiet die Zahl der Taufen. Das geht aus der kirchlichen Jahresstatistik des Bistums Essen hervor. Insgesamt bekennen sich 31% der Bewohner des Ruhrbistums zur katholischen Kirche. Von ihnen besuchen im Durchschnitt rund 66.500 einen der etwa 540 Sonntagsgottesdienste. Interessierte können die aktuelle kirchliche Statistik des Bistums mit detailliertem Material zu den Städten, Kreisen und Vereinen online abrufen. Athleten der UDE für Universiade in Taiwan nominiert. Insgesamt 10 Athleten aus der Metropole Ruhr haben sich ein Ticket nach Taipeh gesichert. Die Athleten gehören zum deutschen Kader der diesjährigen Sommeruniversiade, die vom 19. bis zum 30. August in Taiwan ausgetragen wird. Von der Universität Duisburg-Essen sind 6 Athleten vertreten. Sie treten in den Disziplinen Badminton, Schwimmen, Tennis, Judo und Leichtathletik an. Insgesamt gehen 13.000 Teilnehmer aus 150 Nationen in 14 Sportarten in Taipeh an den Start. Oberbürgermeister lädt zum Tag des offenen Rathauses. Das Duisburger Rathaus öffnet morgen seine Türen und gewährt interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in den Ratssaal und diverse Sitzungs- und Konferenzräume. Der Tag des offenen Rathauses findet zwischen 12 und 16 Uhr am Burgplatz in der Innenstadt statt. In halbstündigen Führungen kann man mehr über die Historie des Gebäudes und der Räume erfahren. Eine Gruppe wird Oberbürgermeister Sören Link persönlich durch das Rathaus führen. Anschließend geben die Bürgermeister Manfred Osinger, Volker Moosblech und Erkan Kocala sowie einige Ratsmitglieder Auskunft zu diesem besonderen Gebäude der Stadt. Freie Plätze bei der Stadtranderholung. Vom 7. bis 25. August findet die diesjährige Stadtranderholung statt. An 10 der 15 Standorte sind zurzeit noch einige wenige Plätze frei. Interessierte Eltern können sich ab kommenden Montag telefonisch beim Jugendamt melden und Termine vereinbaren. Die Stadtranderholung bietet eine verlässliche Betreuung von montags bis freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr. Angeboten werden beispielsweise Sportolympiaden, Wasserspiele, Tanzwettbewerbe sowie ruhige Kreativ- und Spielaktionen. Mitmachen können alle Duisburger Schulkinder, die nach den Sommerferien ins zweite Schuljahr kommen. Die Obergrenze liegt beim vollendeten 13. Lebensjahr. Heute zeigte sich das Wetter in Duisburg von seiner besten Seite, mit einem klaren Himmel und Temperaturen bis zu 26 Grad. Das Wochenende startet sehr warm. Der Samstag hält zwar einige Wolken und viel Wind für uns parat, trotzdem steigt das Thermometer auf Werte von bis zu 27 Grad. Bewölkt und windig geht es auch am Sonntag weiter. Am Nachmittag kann es zu leichten Gewittern mit kleinen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad. Die neue Woche schließt an das Wochenende an und bringt uns bewölktes Wetter mit kleinen Schauern am Nachmittag. Die Werte liegen zwischen 16 und 20 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Achtung an alle Autofahrer, es wird geblitzt im Stadtgebiet. Einmal auf der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz und auf der Heckenstraße in Düssern. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. Vorsicht ist geboten auf der Kurfürstenstraße in Fahn. Durch Bauarbeiten zur Entwässerung der Autobahnbrücke 59 wird die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Fahner Straße zur Einbahnstraße. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis Ende August. Und es gibt eine Wanderbaustelle auf der Mühlenstraße. Grund sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen, die bis Ende des Jahres andauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt. Kommen Sie gut ins Wochenende.